Ja, auch von mir ein herzliches Willkommen und Dankeschön für die Einladung. Wir sind ja ideal untergebracht, also unterm Dach bei der Dachpraxis. Schöner geht's nicht in diesen tollen Lokalitäten. Ich habe jetzt nur gerade schon entdeckt, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die hier sozusagen sitzen, haben wahrscheinlich das Problem mit meinen Folien. Da sitzt der Balken dazwischen. Wenn Sie die Folie mitbekommen wollen, dann müssten Sie sich vielleicht bequem umzusetzen. Da drüben sind noch ein paar Plätzle frei. Ja, ein Wort zu mir. Justus Kamp ist mein Name. Ich bin Rechtsanwalt bei der Solidaris. Wir sind eine gemischte Praxis, wie man das so schön nennt, aus Wirtschaftsprüfern, Steuerberatern und Rechtsanwälten. 300 Mann stark. Wir sitzen hier in Freiburg mit 35 Leuten. Allerdings, man wird uns nicht begegnen als Normalsterblicher, denn wir haben nur eine ganz ausgesuchte kleine Klientel. Also klein ist die auch nicht. Wir beraten ausschließlich Mandate aus dem kirchlichen und Bereichen aus der Wohlfahrtspflege im Bereich Krankenhäuser, Wohlfahrtspflegeeinrichtungen etc. Und da habe ich deutschlandweit das Thema, die Praxisgruppe Baurecht und Vergaberecht. Und freue mich aber hier zu sein, weil ich immer gerne auch eben halt, auch wenn Sie nicht sozusagen zu meinem originären Mandantenstamm gehören, aber immer gerne diesen Kontakt auch mit den Unternehmern und den Handwerkern habe. Und möchte Sie heute eigentlich ein bisschen auf etwas vorbereiten. Als wir überlegt haben, was machen wir im Herbst bei der Dachpraxis, konnten wir davon ausgehen oder konnte ich davon ausgehen, dass das, was Sie jetzt heute hören, ab dem 01.01.2017 Gesetz sein wird. Dem ist nicht so. Das neue Bauvertragsrecht, um das es heute geht, stockt im Moment im Gesetzgebungsverfahren. Die erste Lesung ist planmäßig über die Rampe gegangen. Und im Moment stockt dieses große Gesetzgebungsverfahren noch zwischen Bundesrat und dem Bundestag. Stand heute kann man sagen, ich gehe nachher darauf ein, dieses Gesetzgebungsvorhaben kann man in zwei große Blöcke aufspalten. Und der eine Block wird vorgezogen werden und der andere kommt danach. Allerdings das, was Sie heute hier von mir vorgetragen bekommen, kommt im Großen und Ganzen so. Und es ist gar nicht schlecht, wenn Sie das heute schon mal so hören, weil Sie dann wissen, aha, da kommt was auf uns zu. Und zwar was ziemlich ein dickes Brett für uns alle. Um es mal kurz zu sagen, es geht um dieses Wortungetüm, wenn es denn geht. Wenn man es anmacht, geht's. Also, die Reform des Bauvertragsrechts, um was geht es? Mal ganz kurz, es ist die größte Gesetzesoperation am offenen Herzen des Werkvertragsrechts seit dem 01.01.1900. Und Sie kennen das alle, der Bauvertrag. Wer macht denn richtige Bauverträge von Ihnen? Mit ihren Auftraggebern. Es ist nicht schlimm, wenn sie, ne, so, sie hat so einen richtigen eigenen Bauvertrag. So, hier unterschreiben, hier ihren Wilhelm bitte. Okay. Die anderen alle per Handschlag oder wie machen sie das? Ich höre es bloß. Einfach Handschlag. Okay, gut. Vertrauen und Vertrag, so wie man es eigentlich kennt. Wenn sie keinen ausgehandelten Vertrag machen, dann machen Sie, im Prinzip schließen Sie nichts anderes ab, als einen klassischen Werkvertrag nach BGB. Im BGB sollten Sie, vielleicht haben Sie schon gehört, ist der Werkvertrag geregelt. Der Werkvertrag regelt aber im BGB so ziemlich vieles. Ob ich mein Fahrrad zur Reparatur bringe, mein Auto die Zündkerzen wechseln lasse, bei Ihnen einen neuen Dachstuhl bestelle oder als Energieversorger ein Kernkraftwerk in Auftrag gebe, das ist alles Werkvertragsrecht. Es geht immer um die Herstellung eines Werkes. Das ist im Prinzip der große Vorteil ja von uns, von Gesetzeswerken, dass sie für vieles passen. Allerdings
hat sich das schon im Laufe der Geschichte, im Laufe der Zeit, nämlich seit dem 01.01.1900, als das BGB in Kraft trat, schon herausgestellt, dass natürlich dieses allgemeine Werkvertragsrecht durchaus seine Klemmungen hat, ja, und es gibt Tonnen von Rechtsprechungen und es gab dann immer wieder auch Gesetzesänderungen und man hat gerade im Hinblick auf den Bau dann immer wieder auch Dinge eingeführt, Sicherheitsleistungen des Unternehmens, Sicherheitsleistungen des Bestellers etc. Also im Laufe der Zeit ist das BGB angereichert worden im Werkvertragsrecht, im speziell im Hinblick auf den Bau. Allerdings ist man sich darüber einig, auch wegen Änderungen aus der EU-rechtlichen Ebene, dass dieses Bauvertragsrecht so nicht gerade prickelnd ist für alle Beteiligten, weder für den Auftraggeber noch für den Unternehmer. Und deswegen ist man seit 2010 daran, diese Gesetzesänderung, die jetzt kommen wird, und sie wird 2017 kommen, ja, es verzögert sich jetzt noch wegen ein paar Baustellen, in die Tat umzusetzen. Seit 2010 arbeiten alle großen Verbände, Bauverband, ZDH und wie sie alle heißen, die Kammern und so weiter und so fort, mit dem Justizministerium an dieser großen Änderung, Gesetzesänderung. Und darüber will ich Sie informieren, was da auf Sie zukommt. Und das wird für Sie als Unternehmer, Verarbeiter, die Sie ja hier überwiegend sind, von gravierenden Folgen sein. Der Bauvertrag geht heute in zwei Geschmacksrichtungen. Sie können den BGB-Bauvertrag schließen, im Prinzip klassisches Werkvertragsrecht, oder Sie können sagen, okay, ich habe es gern ein bisschen komplexer, dann schließe ich einen VOBB-Vertrag. Die VOBB, meine Damen und Herren, ist nichts anderes als eine große AGB im Bauvertrag, ein Bauvertrag sozusagen vorgefertigt mit allen Klauseln, die Sie haben können oder wollen. Und statt im Prinzip sich mühselig einen eigenen Vertrag aus den Fingern zu saugen, greift man auf die VOBB zurück. Das ist ja der Grundgedanke der VOBB. Der BGB-Vertrag, den kann man sozusagen klassisch haben, entweder weil man gar nichts aushandelt oder man macht einen kleinen BGB-Vertrag oder aber es gibt unendliche Varianten am Bau, die kennen Sie heute alle aus Ihrer Berufspraxis. Das ist der GU-Vertrag, der GÜ-Vertrag, der GMP-Vertrag und wie sie alle heißen, das sind im Prinzip nichts anderes, immer Abwandlungen auf Grundlage des allgemeinen BGBs. Auch die VOBB basiert ja sozusagen auf dem BGB, regelt bloß sozusagen als großes Bauwerkvertragswerk, den Bauvertrag an sich. Beide Wege haben ihre Schwierigkeiten. Die eine Schwierigkeit besteht vor allem bei der VOBB, die Einbeziehung der VOBB in Verträge als Vertrag ist durchaus heikel. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Das Problem ist vor allem die abweichenden Vereinbarungen von der VOBB. Da gibt es sehr viel und sehr schöne Rechtsprechung des BGH dazu. Und der BGH, um es mal so knapp auf den Punkt zu bringen, hat gesagt, jede Abweichung von der VOBB, und sei sie noch so klein, führt dazu, dass die VOBB nicht mehr als Gesamtpaket sozusagen privilegiert, wie wir Juristen das nennen, akzeptiert wird, als ausgewogenes Vertragsverhältnis, sondern jede einzelne Klausel wird aufgeschnürt und geguckt, ist die nach AGB-Recht verbraucherschädlich, verwenderschädlich etc. Das hat im Kern dazu geführt, meine Damen und Herren, dass die VOBB bei Verbraucherverträgen, also mit dem Verbraucherbauherrn, Familie Mustermann bestellt bei Ihnen Ihren Dachstuhl, im Prinzip tot ist. Es gibt keine taugliche Möglichkeit in der Praxis, ich vereinfache es jetzt ganz grob, ja, die VOBB als Ganzes richtig ordentlich mit Privatbauherren zu vereinbaren. Warum? Weil der BGH etliche Klauseln schon in der Anwendung mit Privatbauherren totgeschossen hat. Das gleiche Problem stellt sich aber auch zum Teil in Unternehmerbauverträgen, weil auch da, sagt der BGH, auch da führen Abweichungen dazu, je nachdem, wie sie ausfallen, zu einem Aufschnüren der VOBB und da haben wir auch die Klauselkontrolle. Das gleiche, ein ähnliches Problemfeld haben wir
beim klassischen BGB-Vertrag. Auch hier haben Sie erstmal einen Erstellungsaufwand, wenn Sie jetzt nicht einfach nur einen Werkvertrag nach BGB machen, sondern sagen, okay, ich hätte gern was Eigenes, ja, keine VOBB, sondern ich hätte gern was Eigenes, dann haben Sie einen Erstellungsaufwand. Und Sie haben dann genauso, unterliegen Sie der Klauselkontrolle nach AGB-Recht, weil Sie werden diesen Vertrag, wenn Sie schon den Erstellungsaufwand haben, nicht für eine einmalige Verwendung in der Regel aufsetzen, sondern als Formularvertrag für alle Ihre Aufträge, die Sie mit Ihren Kunden machen. Und dann haben Sie sofort wieder eine ähnliche Klauselkontrolle beim BGB-Vertrag. Das ist alles unbefriedigend. So, Punkt. Wenn wir noch in die unbefriedigten Baustellen so hineingucken, dann haben wir jetzt vor allem was. Wir haben ein großes Problem im Bereich der Abschlagszahlungen. Abschlagszahlungen gehen nach Wertzuwachs im Moment. Bloß wie bemesse ich denn den Wertzuwachs, ja, wenn Sie Abschlagszahlungen mit Ihren Bauherren vereinbart haben? Wir haben ein großes Problem, das nennt sich fiktive Abnahme. Kommen wir nachher drauf, was das heißt. Ja, Sie können im Prinzip sagen, du hast doch, Bauherr, dieses Werk in Betrieb genommen, ja, du wohnst da drin in dem Gebäude, du hast es aber nie abgenommen, förmlich, ja, ich nehme jetzt eine fiktive Abnahme an, nur, meine Damen und Herren, Sie werden nachher merken, das ist die einfachste Übung für einen Baujuristen, Sie da hochzunehmen. Okay, dann Kündigungsrecht des Bestellers haben wir im Moment überhaupt nicht geregelt im BGB-Werkvertragsrecht, ist nur in der VOBB geregelt. Wir haben nur die Möglichkeit, die gesetzliche, komme ich nachher drauf, dass der Besteller eh jederzeit vor Abnahme kündigen kann mit dem ganzen Geschosse dann des Vergütungsanspruchs. Und wir haben ein ganz großes Problemfeld und das ist auch im Moment der größte Streitpunkt, das Anordnungsrecht des Bestellers auf der Baustelle. Kann Ihnen Ihr Bauherr diktieren, was Sie zu tun und zu lassen haben, nach Vertragsschluss? Das ist eine große Baustelle derzeit. Okay, was soll kommen? Es soll kommen im BGB ein komplettes neues Bauwerkvertragsrecht mit klaren Regelungen. Und eine Regelung der Mängelrechte am Bau, das ist sehr gut für Sie, dass das endlich geregelt wird, weil da ist eine derzeit für die Werkunternehmer, also für die Handwerker und die Unternehmer, eine äußerst unbefriedigende Gesetzes- und Rechtsprechungslage. Was auch kommt, wer ist denn von der planenden Zunft heute hier? Architekten und Ingenieure dürfen sich gerne outen. Okay. Für Sie kommt auch etwas Neues, nämlich der Architekten- und Ingenieursvertrag wird ins BGB Einfluss finden. Das, was bisher nirgendwo geregelt ist, welches Vertragsverhältnis haben Sie denn eigentlich mit Ihren Bauherren und welche Rechten und Pflichten haben Sie denn als Architekt, also jenseits der HAI-Verträge? Sie wissen übrigens, gestern ist ja die Klage eingereicht worden der EU-Kommission gegen die HAI. Das wird komplett neu geregelt im BGB. 650O fortfolgende werden die Architekten- und Ingenieursverträge regeln. Ich gehe nachher ein bisschen drauf ein. Es gibt einen Bauträgervertrag, auf den gehe ich nicht ein. Wir können heute nicht alles machen. Und es gibt noch ein bisschen Gemüse am Rand, der natürlich auch noch gepflegt werden muss. Okay, im Prinzip können Sie im Kopf zwei große Reformblöcke aufmachen, auf die Sie sich vorbereiten dürfen. Der eine, und der ist schön für Sie, das ist die Neuregelung der Mängelrechte am Bau. Ich sage dazu gleich was. Und das andere sind, wie gesagt, die Bauvertragstypen, wobei man sich das jetzt so vorstellen darf, es wird einen allgemeinen Bauvertrag geben, der gilt nämlich dann auch für den gewerblichen Bauherrn. Und diese allgemeinen Regeln, die werden nochmal ergänzt durch einen Verbraucherbauvertrag. Wenn Sie also mit Familie Mustermann Ihren Dachstuhl aufsetzen, hat es einen anderen Rechtsrahmen noch einmal in Zukunft, wie wenn Sie jetzt sagen, ich baue den Dachstuhl für die Caritas. Ja. Und dann die hier schon angesprochenen Sondertypen Architekten und Bauträgervertrag. Wir wenden uns erstmal hier diesem Kästchen zu. Mängelrechte am Bau. Um was geht es? Ich verkürze es.
Im Moment ist die Rechtslage in Deutschland die, Sie verkaufen, also Sie liefern als Handwerker eine mangelhafte Sache. Es gibt einen schönen Beispielfall, habe ich jetzt auf heute doch nochmal in mir reingepfiffen. Fensterbauerfall. Der Fensterbauer bestellt bei seinem Lieferanten ein Fenster, das er natürlich beim Bauherrn einbaut. Diese Fenster werden nach einer speziellen Farbvorgabe vorlackiert. Der Bauherr möchte eine bestimmte Farbtönung haben. Es stellt sich heraus, die Farbe blättert ab, falsche Grundierung und so weiter und so fort. Ein- und Ausbaukosten. Ja, die bleiben erstmal bei Ihnen kleben. Ja, Sie tragen nämlich nach derzeitigem Nacherfüllungsgewährleistungsrecht im Kaufvertrag, wir sind im Kaufvertrag, weil hier nämlich eine Sache, nämlich das Fenster erstmal verkauft worden ist und dann auch von Ihnen eingebaut worden ist, tragen Sie die vollen Ein- und Ausbaukosten. Aktuelle Rechtsprechung. Und jetzt kommt's, Agebage, können Sie die Ein- und Ausbaukosten an Ihren Lieferanten weitergeben? Nein, sagt der BGH, denn der hat dieser Nacherfüllungsanspruch, den kannst du so nicht weitergeben. Das ist eine äußerst unbefriedigende Lösung. Eine kleine Abweichung gibt es davon. Der EuGH hat im Verbrauchervertrag gesagt, ja, im Verbrauchervertrag darfst du Handwerker dir diese Kosten von deinem Lieferanten wiederholen. Das ist der berühmte Fliesenfall des EuGH. Nur, dass man das mal gehört hat vielleicht. Davor gab es den Dachpfannenfall, den Parkettstäbefall, dann gab es den Fliesenfall und dann gab es den Fensterfall. So, und nun hat man gesagt, das ist alles Murks. Ja? Das ist absoluter Blödsinn, Bullshit. Ist es auch, vor allem für den Handwerker. Ja? Vor allem diese Unterscheidung, einmal mache ich mit Familie Mustermann, kann ich es weitergeben und einmal mache ich es mit der Caritas, kann ich es nicht weitergeben. Ist ja Blödsinn. Ja? Also, das Ding wird umfassend neu geregelt zugunsten der Handwerker und man wird also sagen, okay, Sie haben zwar die Ein- und Ausbaukosten in Zukunft zu tragen, das ist jetzt schon jetzt der Fall, aber Sie können Ihren Schaden 1:1 in der Lieferkette an Ihren Lieferanten, Hersteller und so weiter durchreichen, egal mit wem Sie das Vertragsverhältnis geschlossen haben. Es wird weiterhin ein beschränktes Leistungsverweigerungsrecht geben. So, das habe ich auf einer Sonderfolie Ihnen dargelegt. Das ist extrem kompliziert. Wer sich's reinpfeifen möchte, kann sich's reinpfeifen. Ich sage dazu gleich etwas. Sie sehen heute eine sehr abgespeckte Version. Der Foliensatz, den Sie downloaden können, ist wesentlich umfangreicher. Ja? Nur ich möchte Sie heute in der Kürze der Zeit nur auf das Wesentliche stoßen. Wenden wir uns dem eigentlichen Kernthema Bauvertragsrecht zu. Abschlagszahlungen, das ist sozusagen unser Lauf. Ja? Zunächst hat man erstmal im neuen 650a wird es eine Definition des Bauvertrages geben. Und wenn Sie sich die durchlesen, dann werden Sie erkennen, aha, auch in Zukunft fällt nicht alles automatisch unter den Bauvertrag, sondern nur wesentliche in die Konstruktion des Gebäudes eingreifende Maßnahmen. Also sprich, wenn der Maler kommt und weiselt, ist es kein Bauvertrag. Ja, nicht unbedingt. Sondern wenn es wirklich nur um eine entsprechende konstruktive große Bauaufgabe geht. Das wird noch für Gesprächsstoff sorgen, weil auch hier wird es wie immer Abgrenzungsprobleme geben können. Okay, neu ist auch, und Achtung, das können Sie sich jetzt schon mal hinter die Öhrchen schreiben, dass in Zukunft die Kündigung eines Bauvertrages immer der Schriftform bedarf. Und Schriftform, meine Damen und Herren, heißt im BGB nicht E-Mail. Ja? Schriftformerfordernis heißt leider immer noch Schriftformerfordernis, Fax oder Brief. Solange es keine gesicherten Übertragungsmöglichkeiten, die der tatsächlichen Schriftform, nämlich Urkundschriftform, genügt, also sprich digitale Signatursysteme, die einen rechtssicheren Verkehr ermöglichen, ja, also tatsächlich gerichtsrechtssicheren Verkehr ermöglichen, haben Sie in Zukunft Kündigungen schriftlich auszudrücken oder mit einer echten digitalen Signatur. Achtung, das ist keine eingescannte Unterschrift, sondern eine digitale Signatur, ein Zertifikat entsprechend
und das gibt es im Moment eigentlich nicht auf dem Markt so, auszusprechen. Ja? Das wird eine Falle sein. Ich weise an dem Punkt darauf hin, Achtung, auch Mängel und Bedenken anzeigen in VOBB-Verträgen. Aktuelle Rechtsprechung mal wieder der unterschiedlichen OLGs unterliegen der Schriftform, meine Damen und Herren. Es sind schon mehrere auf die Nase geflogen in letzter Zeit vor den OLGs, die gesagt haben, oh, ich habe doch eine E-Mail geschrieben. Ja, sagte das OLG, ja, wissen wir, ist aber keine Schriftform. Ja, okay, here we go. Abschlagszahlung. Bisher sagt das Gesetz Wertzuwachs. Sie vereinbaren mit Ihrem Kunden eine Abschlagszahlung, wunderbar. Jetzt geht es um den Wertzuwachs. Wie viel Wertzuwachs darf es denn sein? Das ist im Moment sehr, sehr schwierig. Der Besteller kann die Abschlagszahlung verweigern, im Moment bei wesentlichen Mängeln. So, jetzt denken Sie, oh super, ich kriege ja meine Kohle, das ist ja kein wesentlicher Mangel. Was mache ich als Baujurist auf der Gegenseite? Sage, Ägypätsch, das ist aus unserer Sicht ein wesentlicher Mangel. Sagen Sie, nee, das ist kein wesentlicher Mangel. Wer freut sich jetzt? Sind Sachverständige unter uns? Genau, Sie zücken schon mal das Portemonnaie. Genau. Okay, beziehungsweise nennen Ihre Kontoverbindung. Okay. Ja, das ist die Realität, ja. Und wir haben das Problem, dass wir diesen Wertzuwachs auch erwähnen müssen. Das ist eigentlich im Prinzip nur durch den entsprechenden Sachverständigen möglich, weil es nicht darum geht, was haben Sie für eine Rechnung geschrieben als Werkunternehmer und sagen, okay, mein Bauherr ist jetzt um 15.000 Euro bereichert, ja, ich habe doch dem für 15.000 geliefert bislang, sondern es geht um die Frage, welchen Wertzuwachs hat denn eigentlich Ihr Bauherr? Nicht 15.000 brutto für netto, sondern das sind dann vielleicht 3.675, wenn es der Herr Sachverständige Kollege entsprechend auswürfelt, ja. Okay, unschön. Neu soll das da deswegen geregelt werden, indem man nicht mehr unterscheiden kann zwischen unwesentlichen und wesentlichen Mängeln. Das ist gut für Sie. Ich kann in Zukunft nicht mehr mich als Besteller darauf berufen, als Bauherr darauf berufen und sagen, Ätschbätsch, das ist doch gar kein wesentlicher Mangel. Ja? Und, ja? Sondern ich habe erst einmal zu zahlen. Ja? Und es geht nicht mehr um den Wertzuwachs, sondern es soll künftig um den vom Vertrag geschuldete Leistung, die erbracht worden ist, gehen. Ja, ich habe doch meinem Bauherrn die Rechnung für 15.000 geschrieben. Also habe ich auch entsprechend das Recht auf eine entsprechende Abschlagszahlung. Ja, es geht nicht mehr um die Diskussion, welchen Wertzuwachs habe ich eigentlich beim Bauherrn ausgelöst. Ja, auch das hier mit Blick auf die Zeit, was für Sie wichtig ist, der jetzige 632a sieht ja vor, wenn ich Abschlagszahlungen mache mit einem Verbraucher, Achtung, Familie Mustermann ist der Bauherr, dann darf der Verbraucher 5% Sicherheit einbehalten von diesen Abschlagszahlungen. Dieser in der Praxis für uns Baujuristen unglückliche Absatz 3, der wird ersatzlos gestrichen. Warum, werden Sie nachher merken, weil man eine elegantere Lösung zur Frage Sicherheiten des privaten Bauherrn gefunden hat. Das vereinfacht das. Ja? Lange Rede, kurzer Sinn. Man hat im Prinzip oder Sie werden einen ziemlichen Gleichklang finden mit dem heutigen 16 Absatz 1 Nummer 1 der VOBB, was diese Abschlagszahlungen und den Wertzuwachs anbelangt, das ist gut für Sie. Da wird mehr Ruhe reinkommen in dieses Thema Abschlagszahlung. So, und jetzt sind wir beim eigentlichen Kernstreitpunkt. Das Anordnungsrecht des Bestellers. Das Kernproblem heißt, soll ich als Bauherr Ihnen nach Vertragsschluss diktieren können als Unternehmer, was Sie jetzt noch auf der Baustelle auszuführen haben oder nicht. Zum Beispiel soll ich Ihnen sagen können, ey, Weihnachten kommt, wir wollten an Weihnachten drin sein, geht nicht, wenn du jetzt nicht endlich mal in die Hufe kommst, du musst 2 Wochen früher abschließen. Kann ich sozusagen eine Änderung der Bauzeiten von Ihnen verlangen?
Kann ich von Ihnen verlangen, jetzt einfach mal noch hier ein zweites Dachfenster reinzumachen? Kann ich von Ihnen verlangen, die und die Ausführung anzuordnen? Dieses Anordnungsrecht, das einseitige Anordnungsrecht, ich stehe sozusagen mit der sextrinsischen Peitsche da und sage, pitsch, ja, mach mal, Unternehmer, ja, ich sehe dich so gerne springen, kann ich das im BGB-Vertrag verlangen? So, jetzt sagen, das gibt's doch nicht, so Unverschämtheit. Nein, es ist keine Unverschämtheit, meine Damen und Herren, das kennen Sie nämlich schon aus der VOBB. In Paragraph 1 Absatz 1 Ziffer 3 steht es drin, beim VOB-Vertrag kann der Besteller einseitig Ihnen Anordnungen geben. Das ist nichts ganz Fremdes, das ist nur etwas im BGB Fremdes. Denn da haben wir bislang das Konsensualprinzip. Das heißt, immer müssen sich eigentlich Auftraggeber und Auftragnehmer bei solchen nachträglichen Änderungen einig sein. Es sei denn, Ausnahme BGH-Rechtsprechung, die Änderung ist für den, oder diese Anordnung ist für den Bauherrn so wichtig, dass sie nach Treu und Glauben sich dieser Anordnung nicht verweigern dürfen. Also angenommen, ich überlege jetzt mal was, angenommen, es kommt raus, wenn wir das jetzt nicht so ändern, dann reiße ich jeglichen KfW-Standard und ich kriege meine Fördergelder nicht mehr. Ja, dann wäre es schlicht und ergreifend von Ihnen nach wieder Treu und Glauben zu sagen, nö, mache ich nicht. Ja, weil das ist für den Bauherrn eine ganz wesentliche Sache, um die es geht. Da müssen Sie folgen. Ja, da würde jeder sagen, da, wenn Sie das nicht machen, verhalten Sie sich treuwidrig. So, und dieses Problem will man jetzt neu lösen. Und das ist the battle. Okay. Das ist das, was ich Ihnen jetzt hier gerade schon geschildert habe, im Prinzip nur nach treuem Glauben derzeit. Jetzt soll es neu kommen. Ja, ich soll in zwei Fällen ein einseitiges Anordnungsrecht haben können. Nämlich, ich soll sagen können, ich löse Werkerfolg ergänzende Leistungen aus oder ich löse Werkerfolg notwendige Leistungen aus. Und damit haben Sie jetzt schon den ersten Kriegsschauplatz aufgemacht. Was ist denn bitte schön ergänzend und was ist notwendig? Ich mache Ihnen mal ein ganz einfaches Beispiel. Ergänzend wäre, der Bauherr kommt jetzt auf einmal auf die Idee oder die Bauherrin, ach, so ein zweites Dachfenster wäre doch ganz nett. Ja? Okay, darüber werden wir uns alle einig, das ist eine ergänzende Anordnung. Ja? Aber wir wissen auch, es gibt sicherlich Fälle, die in der Grauzone zwischen ergänzen und notwendig liegen können. Ja? Wie ist es zum Beispiel mit den Bauzeiten? Wie ist denn das mit eventuell, jetzt geht es nicht um KfW, was weiß ich, ja, um Fördergelder, sondern es geht um andere Dinge. Sind die dann jetzt schon notwendig oder sind die noch ergänzend? Ja? Das wird ein großes Feld der juristischen Auseinandersetzung werden, wenn man es nicht jetzt im Gesetzgebungsverfahren noch anders löst. Folgende Bäumchen gehen da auf. Okay, ich will anordnen als Bauherr. Jetzt muss ich sagen, okay, ist das eine ändernde, zweite Dachgaube, oder ist es eine erforderliche Anweisung? Und entsprechend anders werden die Folgen abgebildet werden. Denn wenn ich sage, ich will nur was ändern, dann sagt der Gesetzgeber, okay, ändern darfst du einseitig, aber dann muss es für Sie, den Unternehmer, zumutbar sein. Bleibe ich jetzt erstmal hier bis hier. Es muss erstmal zumutbar sein. Und Achtung, bei Bauzeitenanordnungen, einseitige Bauzeitenanordnungen, wenn ich sage, ey, schneller in die Hufe, ja, sonst kann ich nicht zu Weihnachten unterm Christbaum hier in der Hütte sitzen, dann müssen das schwerwiegende Gründe sein, die eine solche Bauzeitenänderung rechtfertigen. Ja. Nur dann, bei Ausführung der Bauzeiten, kommt das noch hinzu. Hopsa, hast du mich? Ah, da ist die Batterie am Ende, macht aber nichts. Hm? Hallo? Ah, doch. So, ja. Dass das für dich zumutbar ist, das muss ich als Besteller nachweisen. Achtung, nicht Sie, sondern wenn ich der Meinung bin, das ist für Sie als Unternehmer zumutbar, ja,
dann muss ich nachweisen, das ist für die Firma gar kein Problem, da jetzt noch eine zweite Dachgaube reinzuplatschen. Ja? Zumutbarkeitskriterien sind, wie ist Ihre Auslastung, wie viel Mann haben Sie, wie viele Ressourcen können Sie bereitstellen, ja, und so weiter und so fort. Ja? Welches Fach-Know-how haben Sie? Ja? Das sind alles Kriterien in der Zumutbarkeit. Und jetzt, was ist denn, wenn ich mich nicht über die Zumutbarkeit einigen kann? Machen wir dann Blockade pur? Ja? Wie schaut denn das aus? So, müssen Sie dann trotzdem sputen? Ich sage, ja, ja, das ist doch dir zumutbar, jetzt fang doch mal schon an. Und wehe, du tust es nicht, setze ich dich in Verzug mit Ablehnungsandrohung und drohe dir Selbstvornahme zu und beauftrage schon den Konkurrenzbetrieb, den Wettbewerber und sage, ey, wenn dein Kollege nicht in die Stiefel kommt, dann machst du es, ja, und dann pfeffern wir das dem alles rein. Nein. So denkt der Gesetzgeber nicht. Wenn es zu keiner Einigung über die Zumutbarkeit kommen soll, dann sollen Sie als Unternehmer ein Leistungsverweigerungsrecht bis zur Klärung der Zumutbarkeitsfrage haben. So, Stuhlkreis, ja oder nein? Nein, kein Stuhlkreis. Ja? Sondern wenn Sie sich nicht einigen können, ja, dann 650b Absatz 4 sieht der Gesetzgeber derzeit vor, dass eine Klärung im Wege der einstweiligen Verfügung vor Gericht möglich sein soll. Als letzte Ultima Ratio. Und die haben Sie binnen 48 Stunden spätestens. Ja? Und die kann von jedem angestrebt werden. Ja? Wobei, Sie müssen ja sehen, der Besteller ist in der Beweislast. Also der Besteller wird sich in Zukunft sehr genau überlegen, ob er dieses Schwert zieht oder nicht. Ja? Also das ist im Moment der Hauptstreitpunkt noch, weswegen das Gesetzgebungsverfahren jetzt noch nicht durchgewunken worden ist und noch nach der ersten Lesung klemmt. So, die Technik, so, sehr schön. Okay, und dann, wie ist es mit der Vergütungsanpassung? Na klar, ist, wenn ich eine einseitige Anordnung auslöse und es kostet ja was bei Ihnen, ja, dann ist ja die Frage, wie wird die Vergütung angepasst? Dass Sie einen Nachtrag haben, ein Nachtragsrecht, eine Vergütungsanpassung, ist ja klar wie Kloßbrühe. Ja? Also ich meine, Sie machen das ja nicht für umsonst. Ja? Das ist ja keine Sorge. Oh, tausend Dank. Irgendwie? Guck's mal. Okay. Wie wird zu verfahren sein, wenn über diese Vergütung keine Einigung erzielt werden kann? Auch das muss man sich ja überlegen. Ja? Jetzt sagen Sie, ja, das kostet halt dich dann. Jetzt hast du das einseitig angeordnet, deine zweite Dachgaube. Nochmal 25.000 Euro mehr, bitte. So, und jetzt kommt's. Achtung! Natürlich haben Sie eben halt ein Recht der Anpassung und jetzt kommt was Neues und darüber sind viele nicht glücklich. Grundlage soll sein, nicht, Achtung, nicht wie bei der VOB, B, die Preisermittlung nach § 2, sondern es wird ein komplett neuer Begriff gefasst. Die für Sie erforderlichen Kosten dürfen Sie Ihrem Besteller in Rechnung stellen. Was sind erforderliche Kosten? Das sind erst einmal die normalen Gestehungskosten, die Sie haben als Unternehmer, mit angemessenen Zuschlägen, weil Sie Wagnis plus Gewinn. Ja? Das heißt, dieser Begriff der erforderlichen Kosten für die Anpassung in Zukunft wird sich fundamental von dem unterscheiden, was Sie bisher kennen. Das ist nicht Ihre Preisermittlung. Und das ist auch nicht nach VOBB und das sind auch nicht Ihre reinen Ist-Kosten. Denn in den Ist-Kosten ist nicht Zuschlag, Wagnis und Gewinn drin. Ja? Es ist also was Drittes, was Neues. Das mag man jetzt schön finden oder nicht, aber so ist es derzeit angedacht. Ja? So, und jetzt sagt der Gesetzgeber, ja, was macht jetzt der Unternehmer? Jetzt sitzt er sich noch nach 12 Stunden Baustellentag und kracht mit dem Stift und allem Möglichen nachts hin und kalkuliert seine erforderlichen Kosten, ja, und verflucht den Gesetzgeber und rennt zu seinem Bundestagsabgeordneten, was hast du denn da für einen Schwachsinn verabschiedet? Nein, sagt der Gesetzgeber, das wollen wir anders lösen. Entweder du setzt dich nachts hin, vernachlässigst Frau und Weib und Kind und errechnest deine erforderlichen Kosten
Oder aber du kannst es machen wie in der VBB. Du hinterlegst im verschlossenen Umschlag eine Urkalkulation bei Vertragsschluss. Und wenn der Besteller die Kosten zieht, dann wird dieser versiegelte Umschlag gemeinsam geöffnet und auf Grundlage deiner Urkalkulation kannst du dann deine Nachtragsvergütung berechnen. Ja? Vereinfachtes Verfahren. Steinigen Sie mich nicht, ich referiere nur einen Referentenentwurf. Okay, fiktive Abnahme. Da habe ich Ihnen gesagt, das ist das Leichteste für uns, hier im Moment Hops zu nehmen. Auch hier haben wir im Moment die Abnahmeverweigerung nur bei wesentlichem Mangel. Dann spiele ich mit Ihnen das gleiche Spiel. Das mag für dich kein wesentlicher Mangel sein, für uns ist es ein wesentlicher Mangel. Ja? Und wieder freut sich der Kollege Sachverständige über einen neuen Auftrag. Ja? Die Frage, die sich immer im Moment stellt, ist ja sozusagen die Abnahmereife. Ist das Werk überhaupt abnahmereif in dem Zeitpunkt, in dem zur Abnahme gerufen wird? Ja? Und insofern läuft leider die Abnahme im Moment häufig leer, weil man sie sozusagen da mit dem Wesentlichen und Unwesentlichen auch gerne aushebeln kann. Das soll zu Ihren Gunsten neu geregelt werden. Und zwar wie folgt. Sie sollen die Abnahme in Zukunft tatsächlich fingieren können. Es soll auch keine Unterscheidung mehr zwischen wesentlichen und unwesentlichem Mangel, der zu einer möglichen Abnahmeverweigerung führen kann, geben. Sie sollen, egal wie schwerwiegend der Mangel ist, sagen können, okay, ich setze dir jetzt eine Frist, lieber Bauherr, du kommst auf die Baustelle und wir nehmen entweder die Kiste jetzt ab, egal ob wesentlicher Mangel oder unwesentlicher Mangel, ja, und wenn du nicht erscheinst, dann haben wir damit die Abnahme fingiert. Ja? Denn Sie wissen ja, im Werkvertragsrecht dreht sich alles um die Abnahme. Denn erst die Abnahme legt den Schalter um. Davor sind Sie ja in der, wie wir Juristen das nennen, verschuldensunabhängigen Garantiehaftung. Sie müssen das Werk liefern, ob Sie den Mangel verschulden oder nicht. Ja? Erst mit der Abnahme legen Sie den Schalter um auf, in Anführungszeichen, normales Gewährleistungsrecht, wird die Vergütung fällig und so weiter und so fort. Deshalb spielt ja die Abnahme so eine extreme wichtige Rolle. Und deswegen finden Sie Tonnen von Rechtsprechung des 7. BGH-Senats zur Abnahme und zum Abnahmezeitpunkt und kann der Architekt die Abnahme vorverlegen auf die Inbetriebnahme. Nein, sagt der BGH vor 3 Monaten. Diese Klauseln sind alle unwirksam in den Architektenverträgen. Neue Rechtsprechung des 7. Senats. Ich kann nicht als Architekt zu Lasten auch des gewerblichen Bauherrn die Abnahmefiktion herbeiführen für meine Architektenleistung. Skeptischer Blick ist aber so. Okay, also ich soll, und das ist das Gute für Sie, Sie werden in Zukunft Ihre Abnahme herbeiführen können. Allerdings, ein Wermutstropfen hat die Kiste immer, ja, die Fiktion wird nur eintreten, wenn der Besteller, die Familie, der Bauherr, sich überhaupt nicht regt. Wenn ich allerdings einen Mangel weiterhin ins Feld führe, ja, dann kann ich sozusagen diese fiktive Abnahme herauszögern. Das ist auch vom Gesetzgeber ganz bewusst als Problem erkannt und auch so gewollt. Warum? Weil dann nämlich sozusagen eine Einigung über diesen Mangel herbeigeführt werden soll. So, was auch neu sein wird, dass der Unternehmer erst nach Vollendung des Werkes eine angemessene Frist zur Abnahme setzen kann. Denn im Moment gibt es durchaus, das spielt bei nicht so sehr im Handwerk eine Rolle, sondern häufig bei den GU-Verträgen, kommt die fiktive Abnahme etwas missbräuchlich zum Einsatz und das wird hier in Zukunft ein Riegel vorgeschoben werden. Die Neuregelungen zur fiktiven Abnahme haben es in sich, aber sie sind eine deutliche Verbesserung gerade für die Handwerker, gerade für die Unternehmer im Vergleich zur heutigen Gesetzeslage. Und ich denke auch, so wie man den Gesetzgebungsprozess und den Diskussionsstand derzeit verfolgt, wird sich an diesen Regelungen zur fiktiven Abnahme, zur Abnahme künftig nicht ganz so viel
ändern. Bleibt tot? Okay. Okay. Für all diejenigen, die bislang nur per Handschlag mit ihren privaten Bauherren einen Vertrag schließen, der eventuell auch ein Bauvertrag sein kann, müssen wir leider sagen, diese Zeiten gehen endgültig wahrscheinlich 2017 vorbei. Denn wenn Sie in Zukunft mit einem Verbraucher, mit Familie Mustermann, einen Bauvertrag schließen, dann verlangt der eine entsprechende schriftliche Vereinbarung und Sie werden verpflichtet, Achtung nach 650i, neuem Recht, umfassend Ihre privaten Bauherren, Ihre Verbraucherbauherren über alle möglichen Leistungsbeschreibungen inklusive Bauzeit, Fertigstellungstermin etc. zu informieren. Sie müssen auch, und da sind wir beim schriftlich Erfordernis, die Verbraucher über das allgemein jetzt eh schon eingeführte Widerrufsrecht von 2 Wochen schriftlich belehren. Ja, 650k wird das sein. Ich meine, wer so langsam mal mitzählt, bei welchen Kleinbuchstaben ich bin, der weiß jetzt, wie viel Paragraphen diese Gesetzesreform umfasst. Wir sind jetzt schon bei K, gell? Und das war jetzt die Regelung, auf die ich vorhin schon hingewiesen habe. Das ist schön und das ist elegant und das vermeidet viel Streit. Wer in Zukunft mit seinen privaten Bauherren Abschlagszahlungen vereinbart, der weiß, okay, bis zur Abnahme kann ich nur 90% der Werkvergütung verlangen. Die 10% bleiben sozusagen beim privaten Bauherrn immer als Einbehalt bei Abschlagszahlungen über und werden erst nach Abnahme fällig werden. Damit hat man diese blöde Regelung in der jetzigen Abschlagszahlungsregelung, diese 5%, die in der Praxis nicht klug war in der Anwendung, beiseite geschoben, hat gesagt, okay, wir machen einfach eine kleine, einfache Regelung, 10% immer, aber dann nach Abnahme werden auch diese 10% Einbehalt vom privaten Bauherrn fällig. Soweit. So. Meines Erachtens ja. Jetzt, ich hab den Gesetzentwurf da. Können wir gleich nachgucken, ja. Ja. Halt, beim Widerrufsrecht ist es so, wenn Sie angenommen, jetzt müssen wir einen Fall konstruieren, ja. Also ich versuche jetzt... Sie sagen mir, ob ich die Fallkonstellation richtig habe. Der Kunde, der Privatkunde gibt Ihnen einen Auftrag für eine Dachsanierung, die eilig ist, ja. Und Sie lösen die jetzt vorher aus, ja. Dann hat er eigentlich ein Widerrufsrecht. Sie müssen ihn darüber belehren, dass wenn Sie jetzt schon vor den 14 Tagen anfangen, er sein Widerrufsrecht verliert. Ja. Dafür hat ja das BGB eine Musterwiderrufsbelehrung im Anhang, im EGBGB hinten. Und ich kann Ihnen da nur empfehlen, das ist wirklich mein Rat, dafür zahlen Sie Kammerbeiträge. Die Handwerkskammern haben wirklich taugliche Widerrufsvereinbarungen mit ihren Verbraucherbauherren alle erarbeitet, die kosten nichts, sie sind Kammermitglieder. Bisschen was für den Beitrag darf man ja auch mal sich im Leben zurückholen. Ja? Also insofern verweise ich da wirklich an die Kollegen von den Handwerkskammern, dass sie da auch künftig auf sicherem Fuße stehen. Ja? Okay. Jo. Ja. Ich denke nicht, weil die 5%, die 95% Abschlagszahlung, die Sie sozusagen mit Ihrem Bauherrn vereinbaren, widersprechen ja den 10% Einbehalt, die ihm von Gesetzes wegen
eingeräumt werden und dann sind wir wieder in der AGB-Kontrolle und dann würde ich sagen, würde man spätestens, ich weiß nicht, das ist 308, was weiß ich, BGB, sagen, das ist eine überraschende Klausel, die verkürzt im Prinzip die Rechte des Bestellers. Also das und hätte ich heute, Stand heute hier in der Scheune kein gutes Bauchgefühl. Ihre als Werkunternehmer. Sie vereinbaren, Sie geben Angebot ab, hier Dachstuhl, ich weiß nicht, 70.000, ja, so, oder 100.000, machen Sie es einfach, ja, und vereinbaren auf diesen Dachstuhl hin, auf Ihre Werkleistung als Dachdecker oder Zimmermannsgewerk, vereinbaren Abschlagszahlung auf diese 100, ja. Und dann wird es in Zukunft so sein, dass Sie sagen können, okay, von den 100 können Sie 90 in der Abschlagszahlung vereinbaren, die vor Abnahme fällig werden, 10.000 darf er zurückbehalten, als Sicherheitseinbehalt sozusagen, als Druckmittel, nimmt er den Dachstuhl ab, nimmt er Ihr Gewerk ab mit den Subunternehmergewerken und allem drum und dran, werden auch die restlichen 10 fällig. Ja, und dann haben Sie ja nochmal 45 sozusagen. Prozent der Leistungssumme. Ja, genau. So. Architekten- und Ingenieurverträge. Auch das sollten Sie, nicht nur weil hier doch jetzt einige Planer unterwegs sind, sollten Sie auch als Handwerker wissen. Wir haben bislang im BGB keine Regelungen. 5 Minuten, perfekt. Heute bin ich ja richtig in der Reisezeit. Heute haben wir keine Regelung zum Architekten- und Ingenieursvertrag im BGB. Der Architekten- und Ingenieursvertrag ist in der Regel ein Werkvertrag. Er kann auch ein Dienstvertrag sein, manchmal, in der Regel nicht. Ja? Und Sie wissen auch alle, dass ansonsten auf die HAI verwiesen wird. Allerdings, Achtung, die HAI ist kein Werkvertragsrecht, sondern nur reines Preisrecht. Sprich, die HAI regelt nichts anderes wie die Vergütung des Architekten und der Ingenieure, nicht aber deren Rechte und Pflichten. Natürlich hat sich aus der HAI entwickelt, dass man aus diesen Leistungsphasen, was hat man bis zur Leistungsphase 3 zu erbringen als Architekt und was weiß ich, hat man natürlich herausgelesen, sozusagen immer mehr eine auch Verpflichtungen, die sich aus der HAI direkt oder indirekt rauslesen lassen können. Allerdings, die HAI ist keine VBB der Architekten oder so. Ja. Es ist reines Preisrecht und so Gott will und wir wissen es nicht und vor dem EuGH kann es sein, dass die HAI totgeschossen wird. Ja. Weil, vielleicht nur so, das ist allgemein, jetzt eher für den Stammtisch, ja, die EU-Kommission der Meinung ist, dass das bindende Preisrecht für die Architekten und Ingenieure gegen die Grundregeln der Dienstleistungsfreiheit im europäischen Binnenmarkt verstoßen und hat deswegen gestern die Androhung wahrgemacht, die Bundesrepublik Deutschland vor dem EuGH tatsächlich zu verklagen und zu sagen, ihr müsst die HAI einmal schreddern und Rundablage. Ja? Okay, denn solche Regelungen wie die HAI sind allen anderen europäischen Mitgliedstaaten fremd. Das gibt es nicht woanders. Ja? Das ist wirklich eine Besonderheit bei uns in Deutschland. Was kommt jetzt? Und das wird ganz neu sein für die Architekten und Ingenieure. Das sind im Prinzip jetzt die Konkretisierungen aus ständiger BGH-Rechtsprechung. Schon jetzt hat der 7. Senat des BGH sehr viele Rechte und Pflichten Architekten und Ingenieuren auferlegt, wie sie denn eigentlich, wenn sie ihren Job ernst nehmen würden, manche, mit ihren Bauherren umzugehen hat. Also, die Planer haben nunmehr die umfangreiche Pflicht, alle Plan- und Überwachungsziele zu erreichen und diese auch bei Vertragsschluss schon zu konkretisieren. Ja? Ich kann also nicht mehr einfach nur mal so drauf losplanen. Ja? Was auch neu sein wird, ist das Sonderkündigungsrecht des Bauherren. Wenn die Planer am Ende
der Zielfindungsphase keine Kostenschätzung zur Zustimmung vorlegen. Dieser Kostenschätzung muss in Zukunft vom Bauherrn zugestimmt werden. Ich habe noch einen Altfall aus meiner früheren Tätigkeit als Anwalt, bevor ich bei der Solidaris war, wo ich genau mich um so eine Sache gerade streite. Man ist gestartet, spielt hier in der Raumschaft, ich sage jetzt nicht wo und ich sage auch nicht welcher Architekt. Man ist gestartet mit dem hohen Ehrenversprechen, ihr kriegt eure Hütte für 360. Mehr kostet es nicht. Wir stehen bei 570 und die Bude ist nicht zu Ende. Der Kollege Architekt hat nie eine richtige Kostenschätzung nach DIN vorgelegt, hat kein richtiges Bautagebuch geführt und so weiter und so fort. Es wird ziemlich spaßbefreit. Auch der Architekt wird in Zukunft, und das wird auch neu sein, wenn er für Familie Mustermann baut, einen Verbraucherarchitektenvertrag schließen, der von den Bauherren widerrufen werden kann innerhalb von 14 Tagen. Wer vorher zeichnet und Leistungen erbringt und die Bauherren widerrufen, ist selber schuld. Der Architekt wird genauso wie der Handwerker in Zukunft ein Recht auf Teilabnahme haben und eigentlich eine Selbstverständlichkeit für alle am Bau Beteiligten, aber es ist gut, dass man es vielleicht auch mal ins Gesetz reinschreibt. Architekten und Unternehmer haften gesamtschuldnerisch. Ja? Das ist eigentlich schon längst ausgeschnappt und wunderte mich, als ich das las in dem Gesetzentwurf. Dachte ich, warum muss man das jetzt reinschreiben? Aber vielleicht einfach, damit es vollständig ist. Ja? Also gesamtschuldnerische Haftung von Architekten und Unternehmer wird sich künftig im Gesetz wiederfinden. Sie verstehen, was das heißt? Ja, also, angenommen, ich mache als Bauherrenvertreter, mache ich Mängelrechte geltend. Ja? Ich sage hier, der Dachstuhl hier, den Sie errichtet haben, der ist undicht. Ja? Und zwar am Anschluss, ja, das typische Anschlussproblem. Und jetzt heißt, okay, habe ich nicht nur einen Ausführungsfehler beim Gewerk Zimmerer, Dachdecker, bei den Dachgewerken, habe ich eventuell einen Planungsfehler oder einen Überwachungsfehler des Architekten. Hätte der Architekt auf der Baustelle sein müssen, um diese Anschlusssache bei der Bauausführung zu überprüfen? Ja, und da habe ich eventuell zwei Haftungsstränge. Ja, ich kann eventuell dem Architekt nachweisen, wärest du deiner Bauüberwachungspflicht nachgekommen, wenn er für die entsprechende Leistungsphase beauftragt war, dann wäre dir diese Schlampigkeit der Gewerke aufgefallen und ihr Handwerker müsst euch den Vorwurf machen, nicht sauber gearbeitet sein, ihr habt einen Mangel produziert. Also haben wir zwei Haftungsstränge. Ich kann einmal an den Architekten gehen und ich kann mich einmal am Handwerker schadlos halten. Und ich kann sagen, ihr haftet gemeinsam gesamtschuldnerisch. Ich kann mir also als Bauherr nachher aussuchen, an wem halte ich mich schadlos im Zweifelsfalle. Ja? Wer ist potenter im Zweifelsfalle? Der Architekt, weil der die Haftpflichtversicherung dahinter stehen hat. Ja? Und dann kann ich den Überwachungsfehler über die Haftpflichtversicherung des Architekten abwickeln. Allerdings wird die Haftpflichtversicherung des Architekten auf Sie als Handwerker zukommen und im sogenannten Gesamtschuldner-Innenausgleich dann von Ihnen eventuell Innenregress nehmen und fordern. Ja? Nur das zur Vollständigkeit halber. Und dieses schöne Konstrukt ist eigentlich allen am Bau Beteiligten sozusagen eigentlich immer schon klar war, dass es so ist. Das wird jetzt auch ins Gesetz eingeschrieben werden sollen. Wie gesagt, meine Damen und Herren, das war für mich, was wollte ich erreichen? Und ich hoffe, ich habe es erreicht. Ich wollte Sie schon mal ein bisschen wachstupfen. Da kommt was Großes auf uns alle zu. Ob Sie Handwerker sind, Architekt oder Baujurist, das wird uns alle die nächsten 20 Jahre locker beschäftigen, was da kommt. Das kommt. Es ist nicht die Frage, kommt es nicht oder kommt es, also die Hoffnung, oder Sie sollten jetzt nicht sagen, das kommt jetzt nicht mehr, jetzt ist Bundestagswahl oder so. Nein, derzeit sieht es so aus. Die Regelung der neuen Mängelrechte am Bau, was gut für Sie ist, also dieses Weitergeben der Haftungskette an den Lieferanten, Hersteller,
die wird wahrscheinlich vorgezogen werden. Und zwar, so wie es ausschaut, jetzt wird es nicht mehr Januar werden, aber es wird sicherlich erstes Quartal 2017. Weil alle sind sich darüber einig, Haken dran, ist okay so, ist gut so, soll kommen. Der große andere Block, Bauvertragsrecht, da müssen wir jetzt nochmal, werden nochmal zwei Schleifen gedreht werden, der wird später kommen. Der soll eigentlich immer noch in dieser Legislatur kommen. Zweites Quartal, ja, vor der Bundestagswahl. Ob es so sein wird, wissen wir nicht. Dass es aber kommt, steht fest. Da stecken 6 Jahre Gesetzgebungsverfahren drin von allen Verbänden. Das wird nicht in der Schublade wieder verschwinden. Denn die Vorteile, das sehen alle Beteiligten, trotz der jetzt noch laufenden Frickeleien am Schluss, die Vorteile für alle Beteiligten, ob ich Unternehmer bin oder Bauherr, überwiegen, wenn wir sozusagen endlich im BGB ein eigenes Bauvertragswerkrecht mal hineinschreiben. Und deswegen halten alle an dem erklärten Ziel und Willen fest, dieses Recht auch tatsächlich, vielleicht nicht 1:1, wie ich es Ihnen heute hier vorgestellt habe, aber 1:0,75 Wirklichkeit werden zu lassen. Ich sage ganz herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Sie waren aufmerksam, obwohl das A ein dickes Brett war, B sicherlich nicht gerade spaßig ist und C Sie schon einen anstrengenden Tag hinter sich haben. Dafür sage ich ganz herzlichen Dank. Wir können gerne im Plenum noch was beantworten oder ich bin auch noch bilateral für Fragen da. Ich sage ganz herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, wünsche Ihnen viel Spaß, wünsche Ihnen keinen Ärger am Bau, wenig Begegnungen mit mir und meinesgleichen und ansonsten toi, toi, toi.